Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Ich begrüße euch heute zum neuen Video, das zu einer Videoreihe gehört, weil wir haben ein neues Projektfahrzeug am Start. Was genau, seht ihr nach dem Intro. So, bei uns im Haus gab es einen Zuwachs. Meine Freundin Larissa hat sich einen 2er BMW gegönnt. Vielleicht aus den vorherigen Videos kennt ihr auch ihren alten 1er BMW. Das war sogar mein zweites Video, was ich hier für CSR gemacht habe. Und ja, irgendwann war einfach die Zeit gekommen und die Karosserieform war ihr noch nie so richtig 100% lege und sie wollte unbedingt eine Coupé haben. Und so sind wir jetzt zum 2er BMW gekommen. Wir haben hier einen 225D Automatik. Wir haben hier die Sportautomatik drin, was natürlich ganz cool ist mit einer Schaltwippel hier am Lenkrad. Und ansonsten, das Fahrzeug hat 224 PS, zieht verdammt gut. Mit dem M-Paket, einmal Exterieur und Interieur, ebenso auch Fahrwerk und allem drum und dran, haben wir hier schon mal eine verdammt gute Basis. Und natürlich können wir aber auch nicht ganz die Hände davon lassen und müssen das Ding natürlich etwas individualisieren. Hier haben wir ein bisschen was vor. Im ersten Step werde ich auch jetzt heute einmal das Lenkrad tauschen, weil das können wir vom 1er gerade mit übernehmen. Das ist mit Alcantara bezogen und habe hier natürlich auch die blaue Schaltwippe dran. Weiter geht's mit den Nieren vorn. Da machen wir natürlich ganz klassisch die Performance-Doppelstecknäherei, weil die natürlich auch einfach einen viel sportlicheren Look haben, wie die normale mit der Chrome-Applikation. Ja, und zu guter Schluss gibt es noch einen Satz Spiegelkappen, die übernehmen wir auch vom 1er BMW. Und dann haben wir hier schon mal nochmal einen sportlicheren Look. Und das ist unser Plan für heute. Dementsprechend bin ich jetzt gerade unterwegs in die Halle. Und ich würde sagen, wenn ich dort angekommen bin, sehen wir uns wieder und ich zeige euch, wie man die ganze Sache relativ einfach bauen kann. Also, bis gleich. So, und aller Snap-on-Technik habe ich hier direkt das Lenkrad schon in der Hand. Wichtig für euch ist, ein Airbag darf man nicht einfach so abbauen. Ich habe dementsprechend den passenden Lehrgang dafür und das Zertifikat. Daher verzeiht mir, wenn ich euch jetzt nicht zeige, wie genau man der Airbag ausbaut. Wie gesagt, ist ein Sprengstoff, muss man vorsichtig sein. Hier könnt ihr jetzt nochmal ganz schön sehen, die beiden Lenkräder. Einmal hier komplett original mit der originalen Wippe und dann unsere blaue Extensions. Wenn ihr bloß diese Schaltwippen tauschen wollt, könnt ihr das auch im eingebauten Zustand machen, müsst das Lenkrad nicht unbedingt rausholen, aber habt das natürlich etwas einfacher. Dann schaut mal einfach mal in aller Ruhe zu, wie ich jetzt die Innereihe umbaue aufs neue Lenkrad und dann setzen wir das rein und schauen mal, wie das Ganze am Auto aussieht.
Und schon haben wir beide Lenkradrohlinge in der Hand. Wie ihr sehen könnt, ultraschnell zerlegt. Zuerst müssen wir jetzt aber noch die Schaltpedals umbauen. Das Original lege ich schnell zur Seite. Da haben wir einmal hier neben einen Stift drin. Mit einem leichten Konus. Einfach rausdrücken. Und dann aufpassen, wenn er es jetzt aufmacht, kommt hier euch eine Feder entgegen. Die ist wichtig, dass die später wieder ordentlich drin sitzt. Weil die ist genau hier in der Führung drin. Und dafür am besten das Teil umdrehen. Hier hinten in der Raste einhaken und dann rein damit. Den Splint wieder rein. Und der Stab wieder von der richtigen Seite. Und schon war es das. Wenn ihr jetzt könnt ihr hier testen, quasi. Seht ihr, wie es optimal schaltet. Das war's schon. Und nun geht es wieder in derselbe Reihenfolge rückwärts zum Zusammenbau. Wichtig ist jetzt hier natürlich, der ganze Kabelsalat hier, den wieder ordentlich zu verlegen, damit es später, wenn der Airbag wieder reinkommt, nirgendwo klemmen kann und eventuell ein Kabelbruch entstehen. Wichtig ist hier, die Leitung von der Schaltwippe muss als erstes ganz unten rein. Kleiner Tipp noch, hier neben seht ihr, habe mehr Öffnung, die ist einmal auch hier an der Seite. Das gilt zur Entriegelung vom Airbag und hier darf natürlich keine Leitung entlang laufen. Da müsst ihr darauf achten, dass die immer hier schön darunter verlegt ist, dass wenn der Airbag entriegelt wird, damit man natürlich nicht irgendwie die Leitung schädigt. So, und hier haben wir die Lösung optimal. Das passt. Das Ganze kann hier auch darunter verschwinden. Das Fähnle, das verschiebt sich immer. Also bleibt alles einwandfrei. Und jetzt stellt ihr fest, das ist eigentlich gar nicht schwer war. Und schon haben wir es geschafft. Sieht doch ganz geil aus. Macht auf jeden Fall optisch gleich richtig schön was her. Gerade hier auch nochmal mit der blauen Ziernaht und den blauen Schaltwippe. Kurzer Test. Lass es sich schön schalten. Also baue ich das jetzt schnell ins Fahrzeug ein. Dann schauen wir es uns mal innen drin an. So, das macht doch mal einen richtig schönen Eindruck jetzt. Auch mit den Pedals hier gefällt mir das richtig gut. Na, hier oben mit dem Alcantara und dem gelochten Leder ist das natürlich zur Ausstattung hier auch noch mal ein schöner Kontrast. Aber hier die blaue Nähte drin und auch das Alcantara an der Seitenwange, was sich jetzt hier aufs Lenkrad überträgt. Super Sache. Dann würde ich sagen, machen wir weiter hier mit dem Spiegel.
Wie gesagt, ich habe hier einmal die Spiegelkappen im M-Look mit dem Steg hier oben, was natürlich gleich auch nochmal optisch ein ganz anderes Highlight setzt. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Spiegelkappe zu demontieren. Entweder wir nehmen das Spiegelglas ab, was immer ein bisschen die Gefahr ist, wenn man nicht so die Übung hat, dass das Spiegelglas bricht und dann wird es meistens blöd und teuer vor allem. Deswegen nehmen wir Variante B, die etwas rabriade, und ziehe hier einfach kräftig dran. Denn die Kappe ist bloß neigeklipst und die kriegen wir schön raus. Und schon haben wir sie in der Hand. Wie ihr sehen könnt, hier drin sind die Klipse. Die sind auch so stabil, die reißen euch in der Regel noch nicht ab. Also ich habe schon sehr viele Spiegelkappe getauscht, ist noch nie was abgebrochen. Auch jetzt hier im Winter, gar kein Thema. Hol ich mal schnell die andere. Da haben wir mal das gute Stück auch schon. Geputzt ist es nicht. Wie gesagt, haben wir mal vom alten Fahrzeug übernommen. Aber ich meine, bei dem Wetter kann ich heute putzen. Morgen ist das Auto schon wieder dreckig, leider Gottes. Aber die schöne Zeit kommt auch. Und hier im selben Fall, in umgekehrter Reihenfolge, einfach aufsetzen. Wichtig ist, ihr habt hier eine Führungsnase. Die soll natürlich hier mit dem Spiegel übereinstimmen. Neigklipse, bis alles verrastet. Und dann war es das schon. Und ich zeige euch jetzt nochmal im direkten Vergleich der Unterschied. Macht doch gleich optisch was her. Und jetzt haben wir ein komplett schwarzes Gehäuse. Finde ich optisch auch schön geil, weil der Spiegel darf sich gerne ein bisschen abgrenzen. Das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite und dann haben wir das Thema Spiegel auch schon durch. Jetzt gehen wir an die Niere drauf. Ich habe schon vorbereitet und habe sie rausgeholt, weil es ist relativ schwierig zu zeigen, wie man genau drauf kommt. Aber wichtig ist, ihr müsst hier die vordere Stoßstange lösen. Ihr habt hier unter der Dichtlippe die ganze Schraube, die löst ihr und dann könnt ihr dementsprechend den ganzen Stoßfänger rausziehen. Und dann geht es weiter bei der Klipse, die ihr dann entriegeln müsst. Die sind hier auf der Hinterseite. Dort dann gerade mit dem Schraubenzieher reindrücken. Am besten seid ihr zu zweit, dann macht es euch bedeutend einfacher. Und wundert euch nicht, am Anfang, wenn die noch das erste Mal drin sind, ist es relativ hart und schwierig rauszuholen. Aber hier sieht man natürlich schön nochmal den Unterschied. Jetzt mit dem Performance-Niere. Alles in Schwarzkalte, natürlich auch sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze doch mal ans Fahrzeug drauf. Ich habe hier innen drin auch schon die Abdeckungen draufgeklipst für die Strebe, damit die hier auch nochmal etwas farblich zur Geltung kommen. Und dann heißt es einfach reindrücken, bis das Ganze einrastet. Und dann war es das schon. Easy going. Das Ganze machen wir noch mit der zweiten Seite. Et voilà. Und schon würde ich sagen, hat das Auto doch mal direkt ein anderes Gesicht bekommen. Einmal mit dem Lenkrad im Interieurbereich, natürlich jetzt nochmal eine schöne optische Aufwertung. Dann die M-Look-Spiegelkappe zusammen mit der M-Performance-Niere vorne. Alles in allem würde ich sagen, schon mal ein ganz guter Anfang. Im nächsten Video gehen wir etwas intensiver in das Thema K-HiFi rein. Wie gesagt, ich werde euch hier zeigen, wie man vorhandene Systeme aufrüsten kann. Und seid gespannt. Abonniert vor allem den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Und ich verabschiede mich jetzt für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Rain.